Ja, moin, meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu neuen Fortnite News. Und zwar wird es ein neues exklusives Fortnite Bundle geben und zwar für die Nintendo Switch. Das hat die deutsche Nintendo Seite bestätigt. Ich zeige euch das Ganze hier mal. Hier haben wir das Bundle Royale, ein Fortnite-Bundle für Nintendo Switch mit speziellen nur im Spiel erhältlichen Items und 1000 V-Bucks brettert am 5. Oktober in den Handel. Ja, also insofern interessant für all diejenigen, die sich vielleicht eh noch eine Switch anschaffen wollten und nur auf das richtige Angebot gewartet haben und vielleicht große Fortnite-Fans sind. Ihr könnt dann auf jeden Fall zuschlagen, dann habt ihr hier diesen exklusiven Skin, den ihr nur mit der Nintendo Switch bzw. nur mit diesem Bundle bekommen könnt. Denn ich habe jetzt auch schon einige Nachfragen auf Instagram gehabt, wo Leute gefragt haben, kriege ich die denn jetzt auch oder kriege ich den Skin denn jetzt auch, wenn ich die Nintendo Switch schon habe? Nein! Also es wäre auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Ich würde einfach mal klar sagen, nein, denn im Endeffekt ist es bei der PlayStation genau das Gleiche. Jemand, der sich das Royal Bomber Bundle geholt hat, hat den Royal Bomber. Und jemand, der vorher die PlayStation bekommen hat, hat den natürlich nicht. Man muss es mit diesem Royal Bomber kaufen. Genauso wird es hier auch sein. Man muss dieses Bundle kaufen und nur mit diesem Bundle habt ihr auch den Skin. Die Leute, die die Switch schon vorher gehabt haben, werden diesen Skin aller Voraussicht nach nicht bekommen. Ich habe selber auch die Nintendo Switch. Natürlich würde ich es cool finden, wenn ich sie kriegen würde oder den Skin kriegen würde. Aber davon ist nicht auszugehen. Und es ist erstmal auch nur davon auszugehen, dass man diesen Skin nur bekommt, wenn man sich die Switch holt. Bei der PlayStation ist es ja mittlerweile so, es ist in Amerika schon ein Controller-Bundle rausgekommen, wo man den Royal Bomber auch bekommen kann. Aber dieses Bundle ist noch nicht mal sicher, dass das nach Deutschland kommt. Natürlich könnte sowas irgendwann auch nochmal mit Fortnite passieren, beziehungsweise mit der Nintendo Switch passieren, dass da vielleicht auch so ein Controller-Bundle kommt. Aber davon kann man nicht sicher ausgehen, denn man muss noch dazu sagen, PlayStation ist offizieller Partner von Fortnite oder Epic Games, während Xbox, Switch und Co. einfach nur eine Kooperation machen. Das ist quasi eher so eine einmalige Geschichte, aber so eine richtig feste Partnerschaft, und deswegen gibt es auf PlayStation auch unglaublich viele kostenlose Exklusivgeschichten, gibt es nur mit PlayStation. Ja, das wollte ich euch einfach nur mal schnell auf den Weg geben, dass ihr euch hier, ich hoffe jetzt mal, dass ihr euch informiert fühlt, dass ihr hier auf dem neuesten Stand seid, und ich werde wahrscheinlich in Zukunft öfter solche News-Videos bringen. Wie findet ihr das? Werdet ihr euch vielleicht dieses Bundle holen? Schreibt es mal in die Kommentare, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, und heute wird wahrscheinlich sogar noch ein Video kommen. Bleibt stabil, haut da rein. Bis dann. Ciao.